Herzlich willkommen und Weidmannsheil direkt aus dem Hause Krieghoff. Heute stelle ich euch das Traditionsmodell schlechthin vor, und zwar den Drilling. Beginnend mit dem Optima Drilling, den gibt es bei uns in zwei verschiedenen Varianten, einmal den Optima 20 und einmal den Optima 12. Wo sind jetzt hier die grundlegenden Unterschiede bei den zwei Modellen? Wie der Optima 20 schon sagt, haben wir hier das Kaliber 20. Vorteile hier, wir haben durch das Kaliber 20 die eleganteren und schlankeren Läufe. Das System ist dementsprechend auch angepasst. Der Optima 12 hingegen hat natürlich die etwas größeren Läufe durch das Kaliber geschuldet, und somit haben wir natürlich auch die etwas größere Basküle. Um euch den Größenunterschied von dem Modell Optima 20 und Optima 12 nochmal näher zu bringen, haben wir mal zwei Modelle auseinandergebaut und nebeneinander gelegt. Hier ist deutlich zu erkennen bei dem Optima 20 durch das Kaliber 20 die schlankere Bauart des Systems und des Laufbündels. Nebendran direkt der Optima 12, hier durch das Kaliber 12 natürlich die etwas größere Bauart. Was natürlich auch gleichzeitig wieder bedeutet, dass wenn ich Wechselläufe für meinen Drilling einarbeiten lassen möchte, ich kann in den Optima 20 auch nur ein Wechsellaufbündel in Kaliber 20 einbauen lassen und in den Optima 12 auch logischerweise nur einen Wechsellauf in Kaliber 12. Bleiben wir gleich bei den Läufen und den verschiedenen Bauarten. Natürlich bieten wir auch die Drillinge im Kaliber 20 und 12 in der thermostabilen Bauart an, wie man hier wunderschön sehen kann. Bei dem Kaliber 12 haben wir zusätzlich oben noch eine Laufbrille mit verbaut. Durch den Kontrast kann man das hier wunderschön erkennen. Aber natürlich bieten wir auch verlötete Laufbündel an, traditionell hergestellt in Kaliber 20 und 12. Alle Laufbündel bieten wir in 60 cm und 55 cm an. Die Standardlauflänge bei den thermostabilen Läufen sind 55 cm und bei den verlöteten Läufen 60 cm. Kommen wir zur Standardausstattung unseres Drillings. Hier erklärt am Optima 20. Beginnend wieder bei unserem wunderschönen Nussbaum-Wurzelholzschaft mit der traditionellen bayerischen Backe und der schönen Doppelfalz. Wir haben ein Zweischlusssystem mit unserem Doppelabzug. Hier ist natürlich auch wieder standardmäßig im vorderen Abzug ein französischer Stecher mit verbaut. Des Weiteren unsere sehr sichere und bekannte Kombi-Handspannung. Dann geht es weiter mit dem System. Das ist grundsätzlich aus Stahl. Wie vorher schon gesagt, können wir bei Kaliber 20 auch in Aluminium anfertigen, allerdings kaliberabhängig. Zum Schluss die Läufe, die gibt es entweder thermostabil oder traditionell verlötet. Kommen wir nun zu einem sehr wichtigen Thema, die Handhabung eines Drillings. Für viele ist es ein Mythos. Zwei Abzüge, drei Läufe. Schon beginnend bei der Jagdprüfung ist es für viele ein Horror, aber auch meistens für das weitere Jägerleben wird es eher kritisch betrachtet. Bei uns ist es allerdings mehr als einfach. Vom Grundsatz, der vordere Abzug ist für die Läufe Kugel und rechter Schrotlauf da und der hintere Abzug grundsätzlich für den linken oberen Schrotlauf. Zur Vereinfachung haben wir auf der Systemoberseite einen Umschalter mit Piktogramm angebracht. Funktioniert wie folgt: Ist der Umschalter auf der oberen Position, schieße ich mit dem vorderen Abzug den unteren Lauf ab, wechsle ich den Umschalter in die untere Position, schieße ich ebenfalls mit dem vorderen Abzug den rechten oberen Lauf ab. Der hintere Abzug ist grundsätzlich für den linken oberen Lauf zuständig. Bedeutet auch in der Praxis ganz einfach, ich spanne die Waffe, der Umschalter ist in der oberen Position, bedeutet, ich schieße mit dem vorderen Abzug den unteren Kugellauf ab und mit dem hinteren Abzug feuere ich den linken oberen Schrotlauf ab. Die Waffe wird erneut gespannt. Szenario Nummer 2, der Umschalter ist auf der unteren Position, bedeutet, ich schieße mit dem vorderen Abzug den rechten oberen Schrotlauf ab und wieder mit dem hinteren Abzug den linken oberen Schrotlauf ab.
Kommen wir noch zu ein paar technischen Features. Beginnen wir wieder beim Abzug. Standardmäßig wird der Doppelabzug natürlich verbaut, inklusive einem französischen Stecher im vorderen Abzug. Man kann auf Wunsch auch gerne einen reinen Einabzug verbauen lassen und zusätzlich natürlich unser bekannter Ein-Zwei-Abzug, in dem ich auch beide Schlosse mit dem vorderen Abzug auslöse. Ein weiteres technisches Standardfeature ist unser Universalabzugssystem. Unser Universalabzugssystem vereint zwei Abzugssysteme in einem. Zum einen habe ich einen trockenstehenden Flintenabzug mit ca. 1200 Gramm Abzugsgewicht und zum anderen habe ich die Möglichkeit, den französischen Stecher mitzunutzen für den gezielten Schuss. Um den Drilling zum perfekten Allrounder in eurem Revier zu machen, habt ihr die Möglichkeit, Einsteckläufe einpassen zu lassen. Egal, ob im rechten oder im linken Schrotlauf, könnt ihr euch einen Einstecklauf von Kaliber 22 Hornet bis 9,3x74 R einpassen lassen und habt somit die perfekte Kombination mit großer Kugel, kleiner Kugel und Schrot und ihr seid für jegliche Jagdart in eurem Revier angezogen. Weiteres Interessantes gibt es natürlich auch hier bei den Läufen, am Beispiel eines thermostabilen Laufbündels. Hier haben wir im oberen Bereich eine Laufblende aus Stahl eingearbeitet. Somit sieht die ganze Sache wieder schön traditionell aus. Ich genieße aber alle Vorteile des freischwingenden Laufes. Zusätzlich haben wir auch hier unsere Drehpunkt-Radialverstellung, was mir ermöglicht, jederzeit den unteren freischwingenden Kugellauf in der vertikalen und in der horizontalen zu korrigieren. Auf Wunsch könnt ihr natürlich gerne die Schrotläufe nach Langenhagener Norm einschießen lassen. Somit könnt ihr Flintenlaufgeschosse benutzen. Zusätzlich könnt ihr die Schrotläufe natürlich auch Stahlschrot beschießen lassen und selbstverständlich pflegen wir auch Wechselchokes ein. Somit seid ihr nochmals flexibler vor Ort und könnt die Chokes direkt im Revier austauschen. Kommen wir zu einem weiteren Highlight im Bereich Optima 20 und zwar ist das unser Doppelbüchs-Drilling mit 1-2 Spezialabzug. Bedeutet ganz einfach, dass ich im oberen Bereich zwei identische Kugelkaliber habe und unten ein Schrotlauf. Der Lauf ist bei uns traditionell über der offenen Flamme komplett verlötet worden. Nur im vorderen Bereich, wie man hier deutlich erkennen kann, haben wir eine Mündungsverstellung, sodass ich auch im Nachgang ohne Probleme die oberen beiden Läufe zueinander korrigieren kann. Ihr bekommt den Doppelbüchs-Drilling natürlich in allen gängigen Standardkalibern, angefangen von 7 mm bis 9,3x74 R. Das Schrotkaliber ist grundsätzlich 20. Natürlich haben wir auch hier noch ein kleines Extra und zwar gibt es den Doppelbüchs-Drilling exklusiv auch in den Big Five Kalibern als Big Five Doppelbüchs-Drilling. Hier haben wir die Kugelkaliber 375 Holland-Holland bis hoch zur 500er Nitro Express, aber grundsätzlich bleibt natürlich der Schrotlauf in Kaliber 20. Kommen wir nun noch zum besagten 1-2 Abzug Spezial. Der ist ganz einfach erklärt. Wie ihr schon sehen könnt, haben wir auf der Systemoberseite keine Umschaltung mehr, weil ich nun mit dem vorderen Abzug in Schussfolge rechts-links beide Kugelläufe abfeuern kann und mit dem hinteren Abzug kann ich automatisch den Schrotlauf abfeuern. Könnte in der Praxis folgendermaßen aussehen. Ich befinde mich auf einer Drückjagd, ich spanne die Waffe, jetzt schieße ich eine Doublette, feuere somit beide Kugelläufe ab, beide Schlosse sind abgeschlagen. Jetzt breche ich die Waffe zum Nachladen, somit wird auch hier wieder automatisch durch die Kombihandspannung die Schlosse wieder gespannt. Ich lade die Waffe nach, schließe. Nun sind beide Schlosse wieder gespannt und ich bin zum Feuern bereit. Alternativ könnte ich jetzt natürlich mit dem hinteren Abzug den Schrotlauf unten benutzen. Ich kann hier ein Flintenlaufgeschoss abfeuern oder alternativ einen gezielten Schrotschuss abgeben. Natürlich sind auch hier alle Optima-Modelle mit der Fußplatte für die Brückenschwenkmontage standardmäßig ausgestattet. Natürlich habt ihr auch hier die Möglichkeit, euren Drilling individuell zu gestalten. Beginnend wieder beim Schaft. Hier habt ihr die Auswahl zwischen edlen Nussbaumwurzelhölzern. Maßschäfte können natürlich auch hier wieder gerne auf Anfrage gemacht werden.
Weiteres Beispiel haben wir hier mit einer wunderschönen Schaftverschneidung. Auch Fischhäute können dementsprechend angefertigt werden. Weiter geht's zu unserem System. Die sind grundsätzlich aus Stahl. Bei dem Optima 20, wie gesagt, auch bei Anfrage aus Aluminium, allerdings hier auch kaliberabhängig. Zu den Gravuren, hier auch wieder ohne Seitenplatten, mit Seitenplatten. Egal, ob es um eine einfache Randstichgravur geht oder um eine speziell angefertigte Custom-Gravur, alles ist natürlich möglich. Dementsprechend kann ich auch noch die Lauflänge dazu wählen und mein Lieblingskaliber und somit habe ich die optimale Waffe zusammen. Natürlich habt ihr auch die Möglichkeit, euch einen Doppelbüchs-Drilling-Wechsellauf in einen Standard-Drilling einpassen zu lassen. Allerdings ist das nur im Optima 20 möglich. Als kleine Besonderheit sehen wir hier nochmal unsere Krieghoff-Drückjagdvisierung, wunderbar zu erkennen an unserer ausgefrästen Schmetterlingskimme. Auch hier mit den Leuchtelementen ist es überhaupt kein Problem, über die offene Visierung einen gezielten Schuss abzugeben. Wie ihr seht, ist der Drilling wirklich ein riesen und breit gefächertes Thema bei uns. Deshalb gilt auch hier, wie bei all unseren anderen Modellen, falls ihr dazu Fragen habt, könnt ihr euch gerne an den Fachhändler des Vertrauens wenden. Natürlich helfen auch wir gerne weiter. Wir sind über das Internet für euch erreichbar. Bis dahin wünschen wir natürlich weiterhin alles Gute und Weidmannsheil.